Ja, bis. Markus Heine und Georg Baumann besuchen Ende März 2006 den Derrahig Lake im Nordwesten Irlands. Zu Beginn ihres einwöchigen Aufenthalts zeigt ihnen Gilly Kenny das etwa 30 Hektar große Gewässer. Leider ist es für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalt. Temperaturen knapp über Null und ein scharfer Ostwind sind ganz und gar nicht typisch irisch. Zuerst steht das Wurfangeln vom Ufer auf dem Programm. Markus probiert es mit einem langsam sinkenden Jerkbait, der ihm schon bald den ersten Biss beschert. Unser erster irischer Hecht hier auf dem Salmus-Slider direkt im flachen Uferbereich. Okay. Und dann Markus. Ja, thank you very much. Jawohl. So. Auch Georg ist kurze Zeit später erfolgreich, allerdings vom Boot aus. Sein Jerk im Hechtdesign stellt sich als wahrer Hechtmagnet heraus. Okay, Nummer 2. Wieder auf den im Hechtdesign. Sehr schöner Hecht. Ja, setzen wir wieder zurück. Das Lustige war, er hat direkt am Boot gebissen. Ich wollte den Jerk schon rausheben. Im Moment hat er sich noch geschnappt. Ah, ist er wieder weg. Er kann jetzt noch ein bisschen wachsen. Mit einer der letzten Chance hat er hier sich noch den fetten Spinnerbait geschnappt. Ganz knapp gehakt, da ich noch Glück gehabt, dass ich ihn gekriegt habe. Aber das gehört ja auch dazu. Allerdings erweist sich das Spinnfischen bei diesen niedrigen Temperaturen als sehr zäh. Die Räuber scheinen doch sehr träge zu sein, sodass wir es in den nächsten Tagen lieber mit Naturköder probieren wollen. Kenny setzt auf halbe oder ganze Makrelen, die er mit der Pose oder dem Grundblei anbietet. Die Wartezeit auf den ersten Biss versüßt uns der sympathische Ire mit heißem Kaffee und einheimischen Backspezialitäten. Allzu lange halten wir uns mit dem Imbiss jedoch nicht auf, denn schon bald beginnt eine der Posen zu tänzeln. Markus ist schnell zur Stelle und setzt einen erfolgreichen Anhieb. On a large mackerel. Yeah. A large mackerel. Unser erster Hecht hier auf Köderfisch. Auf eine relativ große Makrele hat er gebissen. Caught by professional angler Marcus. Nachdem sich Kennys Taktikwechsel auf Naturköder als richtig erwiesen hat, sitzen wir am Nachmittag auf eigene Faust an einer anderen Stelle des Sees an. Allerdings interessiert sich kein Esox für unsere halben Makrelen. Ja, jetzt haben wir eben gedacht, wir hätten einen Biss, aber Makrele nach wie vor unversehrt und müssen wir nochmal versuchen. Am nächsten Morgen hat sich der wolkenverhangene Himmel gelichtet und die Sonne begrüßt uns in vollen Zügen. Bevor wir auf den See hinausfahren, legen wir zwei halbe Makrelen an der Schilfkante nahe unseres Hauses aus. Es dauert keine 5 Minuten, bis die Schnur von der Spule springt. Zwar nur ein kleiner Esox, aber ein gelungener Auftakt für diesen Tag. Heute Morgen ist die Sonne draußen, herrliches Wetter. Wir versuchen es mal mit geschleppten Köderfischen. Und vielleicht kitzelt ja die Sonne die Hechte ein bisschen wach, dass wir heute Morgen Glück haben. Wir schleppen hier mit zwei Methoden.
Die erste ist, dass wir eine Pose verwenden und die zweite ist, dass wir mit einem einfachen Grundblei schleppen. Oft ist das Schleppen mit Köderfisch nur mit Pose bekannt. Es klappt aber genauso gut, wenn man nur ein Grundblei befestigt und danach den Köderfisch und lässt die Montage dann ab und schleppt hinter dem Boot her. So gut uns die wärmenden Sonnenstrahlen auch gefallen, den Hechten scheint dieses Kaiserwetter gar nicht zu behagen. Denn den ersten Biss auf den geschleppten Köderfisch bekommen wir erst, als sich der Himmel wieder zugezogen hat und die Temperaturen zielstrebig auf den Nullpunkt zusteuern. Deshalb beschließen wir am Nachmittag, uns die nähere Umgebung des Derrohick Lakes anzuschauen. Wenige Autominuten entfernt liegen beispielsweise die bekannten riesigen Seen Lough Conn und Lough Cullen. Auch der unter Lachsanglern berühmte River Moy schlängelt sich hier durch die grünen Wiesen. Zum Atlantik ist es auch nicht weit. Guten Mutes stellen wir am nächsten Morgen wieder den Hechten nach. Dieses Mal entscheiden wir uns für den stationär angebotenen Köderfisch. Nach mehreren Stunden bekommen wir endlich den ersten Biss. Unser erster Hecht heute. Vor 5-6 Stunden sind vergangen und ohne Biss. Und jetzt der erste Biss auf Makrele. Jawohl. Zum Nachmittag hin scheinen sie besser zu beißen. Heute der zweite Hecht. Auf Kunstköder nix, aber auf Makrele geht dann doch ein bisschen was. So. Wir ködern die Makrelenstücke an einem System aus zwei Drillingen der Größe 6 oder 8 an. Solch kleine Haken dringen wesentlich besser ins Hechtmaul ein als größere Modelle. Als Vorfachmaterial kommt nur Stahl in Frage, wobei wir auf ein 19 oder 49 fädiges Geflecht setzen. Damit der Köder beim Auswerfen nicht davonfliegt und der Hecht ihn nicht zu schnell vom Haken ziehen kann, umwickeln wir das Makrelenstück mit einem dünnen Gummiband. So hält der Köderfisch bombenfest. Nach dem Auswerfen heißt es wieder, warten auf den nächsten Biss. Und das Ganze bei 0 Grad und böigem Ostwind. Letztlich soll sich unsere Ausdauer jedoch auszahlen. Der gibt doch mal Gas hier. Wieder auf die halbe Makrele. Unglaublich. Jawohl! Das ist er doch! Jawohl! Wir haben eben schnell vermessen und gewogen. Er hat knapp 9 Pfund bei 92 cm. Schöner Hecht. Jetzt geht er zurück. Schöner Abschluss für einen langen Tag, wo wir wirklich uns durchgebissen haben. Und tschüss! Oh. Jawohl!